Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, alljährlich, ihr wisst es, wie es hier ist. Es ist ja fast schon Tradition, ein Squad Battles Glitch Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht schon im Hintergrund, dass das Ganze auf jeden Fall funktioniert. Vorab, bevor wir reingehen, lasst sehr, sehr gerne schon mal ein Like auf diesem Video da. Vergesst auch nicht, ein Abo hier da zu lassen, um keine weiteren Videos oder Streams zu verpassen. Kurs geht raus und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's do this! Wir haben hier zum Beispiel die neuen Swap-Token, da brauchen wir Mindestschwierigkeit Halbprofi in Squad-Battles. Aber gerade bei den schlechten Teams funktioniert das Ganze auch auf Weltklasse. Das heißt, wir wählen hier einfach mal Weltklasse aus und starten direkt mal ins Spiel rein. Ich bin jetzt hier gerade auf der PS5, das Ganze funktioniert aber auch auf der PS4. So, erste Mission natürlich erstmal ein Tor zu schießen. Aber hallo! Al Overall schießen wir und zack, da ist schon mal das Tor. Was wir da machen, ist relativ simpel. Wir erobern uns den Ball zurück und laufen hier Richtung Strafraumkante. Dann drehen wir hier ab, zack, halten L2 dabei gedrückt, warten bis der Spieler hinter uns kommt und lassen L2 los. Und dann sollte das ungefähr so aussehen, also die Spieler wollen immer so von hinten an euch dran, werden aber irgendwie, ja, wie durch so eine unsichtbare Wand abgeblockt, ihr seht das hier. Das Ganze müsst ihr eventuell ein paar Mal mehrmals ausprobieren, ich habe auch gerade ein, zwei Versuche gebraucht, es funktioniert halt nicht immer auf Anhieb, ihr braucht den richtigen Spot und so weiter. Ich lasse euch das Ganze mal hier als Zeitraffer runterspielen, dann seht ihr auch, dass es klappt. Ja, ihr seht schon, Halbzeit ist vorbei. Ich bin immer noch im Glitch drinne. Wir können uns jetzt hier gerade mal bewegen. Dann pfeift der Kollege auch ab. Ich zeige euch hier auch nochmal einen ganz kurzen Clip. Ich habe das nämlich schon einmal vorab getestet. Wir erobern uns hier den Ball, spielen einfach nach vorne, laufen hier mit Vollan Richtung Tor, würde ich sagen. Dann L2, drehen ab, abschirmen. Er kommt hinter uns, wir lassen L2 los. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen vorspulen, seht ihr, ich bin auch die ganze Halbzeit an derselben Position im Glitch weiterhin. Also das ganze Ding funktioniert auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like hier auf diesem Video da. Schreibt es in die Kommentare, ob es geklappt hat, und wenn es nicht geklappt hat, könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Eventuell kann ich da irgendwas beantworten. Abo nicht vergessen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stream oder Video. Haut rein. Ciao.